Hallo, das ist Robert, also er hier. Und das hier ist Onkel Habeck. Und Onkel Habeck, ich zitiere mal, Onkel Habeck ist verunsichert, es gibt ein Misstrauen und ein Abwarten in der Energiebranche. Boah, warum ist das so? Nun, vielleicht liegt es unter anderem daran, dass Herr Habeck sich nicht für erneuerbare Energien interessiert, wie er immer behauptet. Ansonsten ist es unerklärlich, warum zum Beispiel heute in Berlin vorm Reichstag Energielandwirte standen, die nicht gerne ihre Umsätze abgeschöpft haben möchten, Herr Habeck. Ja, wir reden hier von Umsatzabschöpfung und nicht von Gewinnabschöpfung. Und das ist schon abenteuerlich. Und da wundern Sie sich allen Ernstes, dass die Leute nicht investieren wollen. Vielleicht wäre es mal schön gewesen, letzte Woche auf der weltgrößten Tiermesse und erneuerbare Energienmesse mal sich sehen zu lassen. Das wäre, glaube ich, ganz interessant gewesen, mal mit diesen Energiewirten ins Gespräch zu kommen, die nämlich grundlastfähige Energie für uns parat hätten. Aber es liegen Millionen Auftragsbücher in den Startlöchern, aber keiner traut sich zu investieren, weil sie richtig erkannt haben, es gibt ein Misstrauen. Und warum gibt es ein Misstrauen? Es liegt vielleicht an Man Ihnen. ist gerade dabei, Gas zu geben, dann zieht man den Boden unter den Füßen weg, indem man die Erlöse abschöpft. Also Sie sind gerade dabei, eine Million auszugeben, um es mal praktisch zu sagen. Eine Million ist ja nicht viel in der Energiewirtschaft. Wir geben eine Million aus und dann kommt jemand und sagt, ihr, den Umsatz, den wir nehmen, aber ich. Aber Sie haben die Verträge unterschrieben. Da ist Insolvenzgefahr. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert Sie nicht. Nein. Das interessiert Sie wirklich nicht. Aber ist es nicht genau das, was Sie wollten und was die ganze Zeit propagiert wird, dass wir in Erneuerbare investieren sollen und auch in Vorleistung treten sollen? Soll man davon etwa nicht leben können oder wie soll das in Zukunft aussehen? Ich will auch nicht in einem Land leben, wo man nur noch sich bewegt, wenn es Geld dafür gibt. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Okay, der letzte war gemein, der war reingeschnitten, das war schon ein bisschen älter. Aber Herr Habeck, jetzt mal ganz ernsthaft. Wir machen doch wirklich genau das, was Sie wirklich wollen. Und Sie müssen doch verstehen, dass gerade eine Biogasanlage etwas völlig anderes ist als ein Solarpark oder eine Windenergieanlage, die ich dann einfach laufen lasse und mich entspannt zurücklehnen kann, wenn ich investiert habe und hoffe, eine Rendite zu bekommen. Wir als Energiebewirtschafter von Biogasanlagen müssen ständig investieren. Sie wissen genau, wie volatil die Märkte gerade sind. Und wir müssen in diese Anlagen jeden Tag Geld reinstecken. So, und jetzt gab es mal eine Phase, eine kurze Phase, wo man mit Geld verdient hat. Die ganzen letzten Jahre war es nicht so. Und jetzt müssen Sie uns doch die Handfesseln lösen und müssen uns eine Art Sicherheit geben, dass man weiterhin in diese Erneuerbaren investiert. Wie soll es bitte sonst gehen?